D&D Special, das heißt, ich bin heute auf mich allein gestellt. Gut. Was, hallo, du wirst das beste Spotting haben, das teamdienlichste Fahren, das du dir vorstellen kannst. Ja, ich höre die ganze Zeit nur Überhaupt. hören, wo ist meine Unterstützung? Ich mach so einen Knopf. Ich mach so einen Knopf, wo jemand monoton sagt: Ich brauche Unterstützung. Wo ist meine Unterstützung? Hallo Jörg. Ja. Ja, aber weißt du, Schach ist das, das ist Alien Week. Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Ich hadere wieder mit mir. Es ist, muss endlich ein Ende haben. Endlich ein Ende haben. Und die E3, hast du ein bisschen verfolgt? Ja, schon, aber es ist nichts Besonderes dabei bis jetzt. Habe die Videos, da muss man noch diese Trailer-Videos und diese Ankündigungsvideos, also Zusammenfassung muss ich mir anschauen. Mal schauen. Ranger. Da kommt so ein Dings, was war, wie heißt das? Vikings, bla 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 bla. MMORPG, Nee, nee, oder? nee, 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 das ist so ein Koop-Ding. Ja. Hallo Kann Theo. man mit bis zu 9 Leuten spielen und das ist so ein Wellending quasi. Man beschützt den Weltenbau beschützt man. Tagsüber geht man quasi Ressourcen sammeln und raiden und so. Und nachts muss man den Baum beschützen vor Monstern. Sieht ganz witzig aus. Ist es aktives Kampfsystem? Es ist Top-Down-View quasi, also ist, ne, so isometrische Ansicht quasi. Ach so. Boah. Boah, was macht er mir hier, ne? Ja, aber Schmackhaft? es sieht echt witzig aus. Also mal gucken. Vielleicht ist es auch Dreck, vielleicht ist es auch Grütze, aber. Ja, das weiß man nie so genau zu Beginn. Ich hätte gedacht, das ist so quasi ein First- oder Third-Person-Fighter, so wie Morthor oder Chivalry, so. Aber dass man halt farmt und dann Verteidigungsanlagen setzt und nachts wird dann, wie du schon gesagt hast, quasi in Third Person oder in Ja, First Person. das ist aber 9-9-Player-Koop. Warum es 9 sind, weiß ich nicht, aber Wegen der 9-Player magischen ist gut. Zahl 9. Man kennt sie. Hallo Henna. Also, wie Theo schon reinkommt hier. Mahlzeit, Admiral Sharky. Mahlzeit, Hilfsmatrose Prime. Tag, Rest. Ja, was jetzt die Prioritäten hat, ne, zu setzen. Ja, ich merke. Ich merke schon. Hallo Lukas. Man merkt ja schon, in welche Richtung das geht. Die Oma hat aber auch Balls of attackiert, Steel, ne? deswegen muss ich mich da jetzt wegbewegen, das Miststück. Ihr werdet nichts auf verlogene Höflichkeit. Ja. Gute Erziehung, nennt man das, Theo. Oh, ich schütze, schießt der Fuß auf mich. Warum? Weil sie es kann. Ja, gib mir mindestens einen Torpedotreffer. Besser zwei. Ja, der hintere. Nimmst du die raus hier noch schnell? Ja, cool, ich mach jetzt. Oh, Kurio! Ja, gute Verteidigungsposition hier. Der blöde Flugzeugträger jetzt. Ja, jetzt. Ah, jetzt hätte ich nicht smoken müssen. Shit. Aber ich glaube, meine Torpedos dürfen nicht auslaufen. Dann treffe ich gut, aber das ist das Problem. Scheiß Flugzeugträger muss ich mich smoken. Jetzt werden meine Torpedos ganz knapp am Arsch auslaufen. Ich sehe es schon kommen, ich habe nie das Glück. Ja, ach, leck mich doch am Arsch. Ach, leck mich doch am Arsch! Also ich Fuß habe schon auch gerade gedacht. Doch, leck mich am Arsch. Hallo Sky. Oh. Hätte tatsächlich aber nicht smoken müssen, weil er abgedreht hat. Mit Treasure. Glaube, ich zünde den nochmal an und dann daran. Sehr gut. Let's have a look.
Halt die Fresse! Verschreck mich noch nicht so, scheiß Fuso, ey. Ah. Du darfst auf die Fuse nicht mehr schießen. Ah gut, scheiße, die... Kriegt die Kurve, oder? Kriegt die Kurve? Vielleicht. Ja, natürlich kriegt die Kurve bei meinem Glück. Weißt du, wenn ich an Einzel vorbeifahre... Wo bist du denn hin, ey? Meine Fresse. Junge, verpiss dich doch mit deinem Dreckschlachtschiff, du Hund, ey. Ich werde hier behindert in meiner... beim Bewegungsradius hier. Ich werde behindert durch meine eigene Torpunfähigkeit. Guten Morgen, schönen Sonntag euch allen. Ich sehe das schon, die Bayern wird rausgehen, bevor meine Torpedos ankommen. Ja. Würde gut möglich sein, ja. Ich habe eine Idee bei mir. Puh. Die Karte ist einfach zu klein. Jeder Hillbilly kann auf alles schießen. Hallo Dennis. Hallo Krasus, hallo Postelsa, hallo Redshirt und so weiter. Und jeder Hillbilly meint natürlich mich. Bitte? Was? Nein. Das ist, wie gesagt, die Karte ist viel zu klein. Jetzt schieß ruhig. Aber wir verlieren das. Das ist gut, dann habe ich noch Zeit, so viel Schaden zu machen. Ja, wir verlieren das nicht. Pass halt auf, dass du nicht rausgebumst wirst hier, ne? Wir verlieren das nicht. Kommt eine Normandie, das ist ein Problem natürlich. Muss hochdrehen. Der Flugzeugträger arbeitet quasi nur auf der Seite. Theoretisch könnte ich ihn rausnehmen gehen. Oh, shitty. Hallo Kendrasch, hallo Monomix, hallo Dennis. Ja, Dennis, ich bin übrigens auch auf, ne? Ob ich das vielleicht so mache, Fluffy wie du Power. Das gemacht hast. Mit CCU. Aber ich zahle das versprechen wir mal später. Lugubris, danke schön für deinen Sepid Prime. Unterhalte mich, sagt Lugubris. Niemals! Nein, wir sprechen jetzt nicht mehr. Wir weigern uns solche Dinge direkt hier, wenn die gefordert werden. Komm schon oben, bring deine Torpedos noch raus da hinten, bevor du stirbst. Nice. Blöde ist, die Ranger ist jetzt tatsächlich losgefahren hier und ist weitergefahren. Au. Schießt auf mich aus dem Nebel raus, bist du bescheuert? In deinem Nebel, Alter. In deinem Nebel oder was? Sehr gut, der Flugzeugträger hat es noch nicht gerallt. Nein, er dreht ein zu mir. Je weniger, also er darf mich nur nicht spotten. Ich darf keinen Smoke benutzen. Weil jetzt kommt er und schaut nach. Das Bluder. Devonshire, Digga. Mich um die nicht kümmern. Kongo auch noch. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist so bitter. Ich habe jetzt für 1 Minute 14 habe ich Smoke. Die Basis da braucht aber 1 Minute 24. Hallo Pischera. Nee, ich kaufe da nichts. Hallo Wendy, Dennis. Ich kaufe mir die vielleicht selbst.
Ich muss nur schauen, wie ich es mache. Ne? Ich habe 375, glaube ich, ist eh das Beste in Dollar, aber ich glaube, ich habe noch was da, was ich hochsisuen kann. Dann sparen wir nochmal 40 Dollar oder so. Problem ist, der gegnerische DD Cap. Hallo Landfrau. Echt ein Problem, Alter. Ja, aber ich bin schneller, oder? Ich hoffe, dass du schneller bist. Also das Problem ist, ich habe 16 Sekunden, in denen ich keinen Smoke habe. Oh shit, die... Nein! Die scheiß Omaha hat mich getroffen. Hat einfach so in den Nebel gehalten und hat getroffen. Willst du mich verarschen? Ja, ja, das ist ja lächerlich. Absolut lächerlich. Oh, warte, ich kann uns zurücksetzen, warte. Ja. Ich muss nämlich die Omaha, ich muss rausfahren, bevor sie mich hydrot. Digga, triff doch mal diese scheiß Medikade da hinten, Alter. Danke. 8 Kilometer ist sie. Und der scheiß Flugzeugträger gammelt hier immer noch rum. Hat er nicht in 2 Minuten... Noch zurückgesetzt? Boah, die sind noch am Cap. Das ist ein Problem. Ich komme nicht wieder an den großen Cap. Hilfe! Komm noch. Ein Anflug. Der Träger macht noch kurz mal auf. Mein Träger macht den DD gar nicht auf. Das ist nicht gut. Oh ja, ich bin raus. Kann nichts mehr machen, Herr Brian. Ja, Flugzeugträger, wie lange bleibst du denn noch hier? So lange wie nötig, anscheinend. Ja, hat er nicht 2 Minuten oder so ein Scheiß? Ah, jetzt ist er weg. Wollte gerade sagen, bei meinem Glück habe ich direkt noch einen Brand. Weißt du was? Fuck you. AP und gib ihm. Ja, dafür ist er zu sehr rangewinkelt, aber dann schieße ich den Schwein halt raus. Ist ein Bug. Ja, ich glaube eher die Oma schießt nicht vor, aber wenn sie gut trifft. Ah, die Geschütze, ne? Jawohl, vielleicht. Alter! Baby. So, pass auf, wenn unser Träger noch den Gegner schnell rausnimmt, mal die Devonshire vielleicht. Na gut. Und tot, sagt er. Ja, ah, ja, das ist. Das ist sowieso ein bisschen Abfuck. Ich finde, wenn ein Flugzeugträger raus ist, dann. Tick-Tack, Tick-Tack, der ist nach 2 Minuten 30, war der macht da, Alter. Also die Captain ist zu zweit, aber unser Träger ist dabei, das zurückzusetzen. Ja, muss resetten, das ist es. Und daher, dann funktioniert das. Problem ist halt, wenn der DD die Devonshire mitsmokt, das ist halt ein Problem. Sieht unser Träger nichts. Das war... Das erste Gefecht gleich so, ne? Ja, aber unser Team ist auch mal wieder verreckt, Alter, wie die Jungfrauen, weißt du, auf dem Pier, ey. Das ist unglaublich. Ja, bei mir stehen die Flugzeuge da. Ah, jetzt bewegen sie sich wieder. Oh, jetzt fliegt unser Träger die... Warum? Warum fliegt das die Kongo an? Why? Ah.
es ist halt. Weißt du, es ist halt, ne? Ne, das ist halt. Ich habe seinen Torpedo, aber mal los. Okay, wir verlieren das. Ja, natürlich verlieren wir das, weil wenn man nichts Fluffy machen Power. Außer das Capture resetten. Ja. Was hat das noch die Verfolgung? Die kommen auch nicht mehr an, ne? Dann hätte ich wenigstens die Raketen blind in den Nebel gefeuert, weißt du? Weil da steht noch eine Devonshire drin. Die triffst du wahrscheinlich. Einfach reinholzen da. Gut ist. Bravo. Bravo! Ja, hätte ich dann, wenn auf geschlagene Inkompetenz, hätte ich wahrscheinlich früher feuern sollen gegen die Omaha. Jetzt hört aber auf, ihren armen Sky zu verarschen. Ja, manche Deutsche sind richtige Rechtschreib-Nazis, muss man einfach sagen. Das ist brutal. Sagt das sonst nicht oft? Oder Sonnenbrillen-Nazis. Lass das Rechtschreib weg und die Aussage passt sogar auch noch fast. Das ist. Und Grammatik-Nazis nicht zu vergessen, ganz genau.